Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Einführung. Mit Albert Einstein in einem Satz genannt zu werden, legt natürlich die Latte jetzt sehr hoch, muss ich sagen. Das ist mir so auch noch nicht passiert, aber ich werde mir Mühe geben. Man soll ja immer versuchen, doch die Latte so hoch wie möglich zu legen und dann zu versuchen, sie zu erreichen. Es freut mich, dass ich wieder bei Ihnen sein kann. Der Weg war heute kürzer wie beim letzten Mal, in der Tat. Aber dafür habe ich natürlich den Nachteil, dass ich niemanden von Ihnen sehe. Und ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir damals, jetzt teilt jemand schon einen Bildschirm, der es wohl nicht sollte, dass wir damals auch noch sehr schöne Gespräche hinterher hatten miteinander und auch noch über einem Getränk oder so diskutieren können. Das geht natürlich bei diesen Formaten dann leider nicht. Also ich sehe jetzt nur schwarze Kacheln und wenn ich jetzt dann meinen Vortrag teile, dann sehe ich gar niemanden mehr. Das heißt, ich bin jetzt darauf angewiesen, dass man mir nickt oder sagt, ob man den Vortrag sieht. Der Vortrag ist zu sehen, ja. Sehen gut und man hört mich auch gut, nehme ich an, richtig? Ja. Gut, so, also es ist ja in aller Munde, also Sie sind jetzt wahrlich nicht die erste und einzige Organisation, die mich wieder anfragt, auch um nochmal einen Input zu geben zum Thema neue Gentechnik. Dafür gibt es einen Grund. Es gibt eben jetzt, also es gibt eigentlich diese Methoden, die neue Gentechnik genannt werden, sind gar nicht so neu, aber das werde ich dann nachher noch erzählen. Was neu ist, ist, dass die EU-Kommission und entsprechende Kreise, die Befürworterkreise, sehr aufgeschreckt wurden durch ein Urteil 2018 im Sommer, ich glaube, ja, war Juli oder August, so ungefähr vor 4 Jahren, als der Europäische Gerichtshof diese neuen Techniken als Gentechnik beurteilt hat und als dem Gentechnikgesetz zu unterliegen eingestuft hat. Die Hoffnungen der Biotechnologen, Gentechnologinnen und ihre entsprechenden privaten, aber auch öffentlichen Kreise hatten jahrelang sehr viel Energie darauf verwendet, diese neuen Methoden der gentechnischen Veränderung als etwas anderes als Nicht-Gentechnik zu bewerben. Und das ist mit diesem Urteil fulminant gescheitert damals in Europa. Und das hat sehr viel Mobilisierungskraft entfaltet unter gentechnisch in Gentechnikkreisen, molekularbiologischen Kreisen. Doch jetzt, nachdem klar geworden ist, dass die Gesetze auch greifen für Organismen, die mit diesen neueren Gentechniken hergestellt werden, dass man jetzt an die Gesetze muss. Das heißt, man muss das Gesetz ändern, man muss irgendeine Regulation finden, die diese Produkte dieser Techniken aus der Regulierung herausnimmt, sprich keine Risikoabschätzung mehr macht und so weiter. Das haben sie mit einigermaßen Erfolg betrieben. Die EU-Kommission hat sich diesem angeschlossen. Und ich starte jetzt mit einem Quote, einem Zitat der EU-Kommissarin Stella Kyriakides. Ich habe das auch auf Deutsch übersetzt. Vor allem im Rahmen des New Green Deal, also des neuen Grünen Deals, der Vergrünung der EU, worunter die Farm-to-Fork-Strategie ein Projekt ist, das man sehr hoch aufgehängt hat, wo man die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion grüner gestalten will. Also eigentlich im Wesentlichen in die richtige Richtung geht. Man hat sich dort Ziele gesetzt, wie man möchte unbedingt den Pestizideinsatz halbieren bis 2030 oder sowas. Man möchte den Anteil biologisch bewirtschafteter Flächen auf 25% erhöhen, auch bis 2030. Also man hat sich sehr ambitionierte Ziele gegeben, die ja eigentlich jetzt durchaus unsere Zustimmung finden und einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Aber man hat dieses getan, indem man vor allem das über Technologien zu erreichen versucht.
die sich jetzt als sehr, sehr vielversprechend in den Augen der Politikerinnen und Politiker darstellen. Und das sind zwei Technologien. Wir reden heute nur über eine, aber die andere darf man auch nicht aus dem Auge verlieren. Wir sprechen heute über die Gentechnik, vor allem mit den neuen Gentechniken, die die EU-Kommission Genomtechniken nennt. Verspricht man sich sehr viel. Aber die Digitalisierung und bestimmte Formen der Digitalisierung sind die andere Technologie, die auch durchaus Hand in Hand geht mit der Gentechnik. Aber dazu vielleicht später, wen das interessiert, im Nachgang. Also man setzt jetzt große Hoffnung wieder einmal in Gentechniken und hofft damit, ein resilienteres und nachhaltigeres Agrofood-System entwickeln zu können. Man folgt damit den Versprechungen und den Prämissen der Bio- und Gentechnologinnen und Technologen, die versprechen, dass Pflanzensorten nun schneller und mit größerer Präzision zu züchten und herzustellen sind, die den Umweltproblemen gewachsen sind, als dies die konventionelle Züchtung zu tun vermag. Das ist eine reine Annahme, das sind reine Spekulationen, Beweise gibt es dafür nicht und Sie werden in meinem Vortrag nun hören, dass ich im Wesentlichen das auch bezweifle, dass das stattfinden wird. Sie hoffen, dass einige zu begrenzten Veränderungen führen, die eben theoretisch auch in der Natur so vorkommen könnten und dadurch man sagen kann, das ist keine Gentechnik. Und ich muss die dann auch nicht weiter anschauen und ihren Risiken und ihre Sicherheit beurteilen. Denn theoretisch, nur theoretisch, könnte das unter bestimmten Umständen so eine Veränderung auch im Einzelfall in der Natur durch Mutationsgeschehen evolvieren. Das sind, wie gesagt, Hypothesen, die in der Regel des Nachweises bedienen, aber man meint auch keinen Nachweis da erbringen zu müssen. Und das ist auch etwas, was wir ankreiden. Man hat dann gefunden, in den Diskussionen hat sich auch hier der Argumentation der Gentechnik und Biotechnologen angeschlossen, dass die heutige GVO-Gesetzgebung eben nicht mehr zweckmäßig ist für diese Produkte neuer Gentechnik, dass eine Anpassung notwendig wäre, die sich an dem wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt orientiert, sprich an diesen neuen Verfahren, dem die heutigen gesetzlichen Anforderungen nicht angepasst sind und vor allem kein diverses Risikoprofil in Anspruch nimmt, sondern alle mit einem als für riskant erklärt, obwohl doch einige aufgrund dieser Herleitungen, die ich eben genannt habe, doch gar nicht mehr riskant seien als konventionelle Züchtung. Und die Gesetzgebung müsste dieses Risikopotenzial berücksichtigen, damit man von dem Nutzen dieser Technik dann auch vollumfänglich an dem teilhaben kann. Das ist jetzt wirklich die unkritische Übernahme der Postulate aus Gentechnikkreisen. Wir haben die schon immer in Frage gestellt und immer kritisiert und dies auch mit sehr viel und handfesten wissenschaftlichen Argumenten. Wir haben dies zu Papier gebracht, just zum selben Zeitpunkt, als die EU-Kommission mit einer ersten Einschätzung im April letzten Jahres herauskam, haben wir eine kritische Aufarbeitung eines entsprechenden Berichts der Leopoldina und der Europäischen Wissenschaftsorganisation publiziert und das in Frage gestellt, die Postulate und zum Teil auch einfach widerlegt mit entsprechender Wissenschaft. Von diesen kritischen Analysen mit sehr vielen sehr anerkannten Wissenschaftlern formuliert und verfasst, ist leider nichts eingeflossen in die Kommission. Das heißt, sie hört uns zwar jetzt, so viel möchte ich sagen, wir sind im Austausch mit Kommissionsmitgliedern. Es gibt ständig jetzt auch auf Regierungsmitgliedstaatebene, EU-Ebene Veranstaltungen zu diesem Thema. Man hat auch eine Vernehmlassung sozusagen aufgegleist, an der wir auch unseren Input geben können. Aber die Sachlage, die Latte ist schon mal klargestellt. Die ist gestellt, die können etwas beitragen. Sie sind sicher, sie können auch so in der Natur vorkommen. Deshalb müssen wir sie oder dürfen wir sie aus der Regulierung herausnehmen. Das heißt, sie treten schon mal an gegen eine Argumentation, die so schon gar nicht haltbar wäre eigentlich, wenn man das Ergebnis offen
angehen würde. Also das heißt, Ergebnisoffenheit hat von Anfang an nicht geherrscht. Und es gibt sehr, sehr harsche Kritik an dem Vorgehen, wie die EU dieses Jahr aufgegleist hat. Nun, zu den Inhalten, was verspricht sie eigentlich? Im Wesentlichen kann ich den Vortrag eigentlich hier beenden und sagen, es ist eigentlich nichts neu. Es ist im Wesentlichen genau das Gleiche. Die Techniken sind etwas anders. Sie sind etwas, wie sagt man, ja, filigraner geworden. Ich erkläre das gleich kurz. Aber im Wesentlichen geht es immer noch darum, dass man mit technischen Mitteln, biochemischen Mitteln Punktmutationen auslösen möchte, dass es keine Ursachenanalyse gibt, geschweige denn, dass man sagt, mit welche Probleme möchte man damit eigentlich beheben, welche Probleme geht man mit den Lösungsansätzen an. Sie sind im Wesentlichen eingebettet und den Problemen zugeschnitten, die im Moment in der konventionellen industrialisierten Landwirtschaft auftreten, ohne zu adressieren, warum denn das so ist und ohne diese Gründe anzugehen und zu beheben. Das heißt, es geht im Wesentlichen um den Erhalt dieser bestehenden Agrarsysteme. Man möchte sie nur etwas weniger schädlich machen. Und das ist, wo die EU-Kommission einkommt und sagt, ja, wir wollen ja 50% Pestizide einsparen. Wenn ihr sie jetzt etwas präziser so gestalten könnt und Pflanzen hervorbringt, die jetzt weniger Pestizide brauchen, dann ist doch das wunderbar, dann passt das doch zu unseren New Green Deal-Zielen. Das ist so im Wesentlichen die Logik, die dahinter steckt. Nun, die neue wie die alte Gentechnik an ihren mechanistischen Annahmen, wie Weltorganismen funktionieren, wie Ökosysteme funktionieren, hat sich nichts geändert. Es basiert nach wie vor auf einem sehr mechanistischen, reduktionistischen Bild davon. Organismen sind in dieser Wahrnehmung und in dieser Perspektive im Wesentlichen die Summe ihrer DNA-kodierter Teile. Man bedient sich auch also sehr stringent einer Sprache aus der Informationstechnologie, weil man damit insinuieren und kolportieren möchte, dass sich Organismen im Wesentlichen nichts anderes sind wie Handys oder Computer, die man nach Belieben kodieren, umkodieren kann. Man kann pasten und editen, deleten, also löschen und übertragen nach Belieben, dass man eine Zelle programmieren kann nach Willen, wenn man dann endlich die Werkzeuge hat, um Zugriff zu bekommen zu diesem Code. Und die DNA und die Erbmaterialienanlagen eines Organismus sind dann nichts weiter als ein Code wie in der Programmiersprache. Man muss nur diese Sprache lernen und die Werkzeuge haben, dann funktioniert das schon. Diese Gentechnik bietet eben technische Lösungen für systemische Probleme. Das ist auch mal abgesehen davon, ob diese technischen Lösungsansätze überhaupt den biologischen Gesetzmäßigkeiten entsprechen, ist das vom Ansatz her schon mal auch eine problematische Herangehensweise, weil, wie gesagt, es geht um wir müssen ja den Ursachen und den Gründen auf die Spur kommen und die sind systemischer Natur und das funktioniert schlecht, wenn man sagt, ich habe jetzt einfach ein Werkzeug und mit diesem Werkzeug versuche ich jetzt meine Probleme so zu formulieren, dass sie dem Einsatz dieses Werkzeugs zugänglich werden. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn ich nur einen Hammer zur Verfügung habe, dann muss ich die Probleme so formulieren und gestalten, dass sie aussehen wie ein Nagel. Dann kann ich mit einem Hammer auch etwas anfangen. Und das ist so ein kleines bisschen, was hier stattfindet. Das heißt also, sie machen nach wie vor Eingriffe also relativ tiefe Eingriffe. Sie zerstören DNA-Stränge, sie schneiden Dinge aus. Und in der alten Technik haben sie mit diesen Protokollen, man nennt sie Scheren, das sind keine Scheren, es sind biochemische Prozesse, die stattfinden. Deshalb habe ich immer Mühe mit diesen Analogien und diesen Beispielen. Aber man durchtrennt DNA-Stränge in der früheren Transgen-Gentechnik hat man dann diese Gene, die Genabschnitte auf Vehikel entweder aufgetragen und hat sie mit entweder Partikeln oder mit so Shuttle-Systemen, wie man nennt, Vektoren eingebaut über Plasmide eben in artfremde Zellzusammenhänge, also von die meisten in der Transgenese, die meisten Eigenschaften stammen aus Mikroorganismen, weil das sehr simple Organismen sind, die sich sehr einfach diesen gentechnischen Methoden zugänglich sind. Das heißt, da kann man, die haben relativ überschaubare DNA-Abschnitte, da kann man relativ überschaubar und schnell
einzelne Eigenschaften feststellen, sie entsprechend herauslösen und dann mit inzwischen doch erprobten Methoden dann in anderen Zusammenhängen einbauen. Das war die Transgenese, das sind die BT-Pflanzen, die Sie sicherlich noch kennen und die ganzen herbizidresistenten Pflanzen, die man dann mit Breitbandherbiziden im stehenden Bestand einfügen kann. Das sind im Übrigen, wenn Sie von neuer Gentechnik viel hören, es gibt noch nicht viel Neues dazu auf dem Markt. Nach wie vor bis heute, das sind jetzt die letzten Zahlen, die von dieser Industrieplattform veröffentlicht wurden, 2019, über den Anbau 2019. Wir haben es nach wie vor mit den guten alten, gentechnisch veränderten Sojabohnen zu tun, die vor allem herbizidtolerant sind. Also der ganz überwiegende Anteil ist das. Dann kommt nach wie vor der sogenannte BT-Mais dazu. Und die meisten haben jetzt inzwischen beide Eigenschaften kombiniert. Also sie finden kaum noch Pflanzen im Anbau jetzt, die nur noch insektenresistent sind oder herbizidresistent sind. Die allermeisten sind inzwischen beides. Und zwar mit multiplen BT-Proteinen und mit multiplen Herbizidresistenzen. Der Grund dafür, warum das so ist, ist, dass es die Risiken, die mit dieser Technik und diesem Einbau dieser sehr simplen Eigenschaften einhergingen, die Risiken alle, und zwar in rasanter Art und Weise, Wirklichkeit wurden. Wir haben von Anfang an vorhergesagt, wenn man einseitig auf bestimmte Herbizidresistenzen setzt und die ausschließlich anbaut und ausschließlich nur noch dieses Herbizid, das korrespondierende Herbizid zum Einsatz bringt, dann hat man einen dermaßen gewaltigen Selektionsdruck auf diese Organismen, dass sich in schnellster und kürzester Zeit Resistenzen dagegen entwickeln werden. Dem hat man damals gesagt, ja, das war kein Risikothema, das in der Abklärung würdig war. Und dann ist es dann tatsächlich auch so gekommen. Mit der Zunahme des Anbaus, den Sie hier sehen, hat dann auch die Resistenzentwicklung zugenommen. Sie ist heute noch weiter. Und vor wenigen Jahren, ich glaube, es waren 2 Jahre oder so, hat die amerikanische Umweltorganisation vorgeschlagen, dass man inzwischen all die BT-Pflanzen, die bis dato noch angebaut werden, eigentlich jetzt vom Markt nehmen sollte und nur noch jene auf dem Markt lassen dürfte, gegen die überhaupt noch Insekten, die überhaupt noch gegen irgendwelche Insekten wirken, weil alle anderen schon resistent sind dagegen. Das Gleiche und noch viel schlimmer waren die Auswirkungen dieser Resistenzentwicklungen für die Herbizidresistenzen. Glyphosat ist nur eins. Inzwischen sind viele dieser wirklich üblen Unkräuter in diesen Anbausystemen auch resistent gegen andere Herbizide, die man inzwischen ebenfalls im Zusammenhang mit entsprechend gentechnisch veränderten Pflanzen anbaut. Das heißt, das war sozusagen, das ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Neue gentechnisch veränderte Pflanzen seither sind höchstens im Nischenbereich anzufinden und haben nie auch nur ansatzweise diese Anbau und diese Adoption gefunden wie BT- und HT-Pflanzen. So, das heißt, wir haben es heute einfach, dass das klar ist, nach wie vor im praktischen Anbau auf den Farmen in Nord- und Südamerika, wo Gentechnik eingesetzt wird im großen Stil, haben wir es nach wie vor zu fast 100% mit BT- und HT-Pflanzen zu tun. Im Jahr 2022 ist das nicht anders. So, jetzt kam aber dann schon vor 10 Jahren, im Jahr 2012, das gilt so ein bisschen als der offizielle Starttermin für neue Gentechniken, kam vor allem CRISPR-Cas, haben Sie wahrscheinlich schon gehört, kamen jetzt neue Techniken auf den Markt. Und der Unterschied jetzt dazu, warum ich dieses Bild nochmal gebracht habe, ist, Sie sehen, hier wird dieser, im Alten wird dieser Umweg über eine ballistische Transformationsmethode oder einen Vektor gemacht. Und in den neuen, da hat man jetzt Methoden gefunden, wie man direkt diese Scheren im Wesentlichen einbauen kann in den Zielpflanzen direkt. Das hat jetzt auch dazu, braucht man noch die alte Gentechnik, um diese Scheren im übertragenen Sinne, die keine sind, muss ich immer wieder dazu sagen. Es sind biochemische Protokolle, die DNA, chemische Verbindungen auflösen. Die bringt man ebenfalls nach wie vor mittels gentechnischer transgentechnischer Methoden ein. Aber man sagt, die holen wir dann alle raus. Und am Schluss bleibt nur noch diese Schere drin und diese Schere,
die schneidet an bestimmten Stellen im Genom, das wir jetzt kennen und das durch eine, diese Guide, diese zielspezifische RNA-Sequenz wird diese Schere an einen Ort im Genom hingeführt, wo man gerne diese DNA-Stränge zerschneiden möchte. So, das und das sei viel zielgerechter. Früher bei diesem Einschießverfahren mit Genkanonen und Vektoren hatte man keine Ahnung, wo im Genom sich diese Genstücke und Fragmente, die neuen, ansiedeln würden, wo sie sich hineinschmuggeln müssen, weil dieser Prozess des Einbaus war völlig unkontrolliert. Hier sagen sie jetzt und leiten daraus ab, dass es darum auch sicherer ist, dass man diese zielspezifische Sequenz hat, die diese Scheren an einen bestimmten Ort hinführen, den man kennt, und dort diese Doppelstrangbrüche vornimmt. Das funktioniert meistens am allerbesten mit Abstand, wenn ich diese DNA-Stücke heraushaben will. Das heißt, wenn ich eine Eigenschaft in einem Organismus löschen will, wenn ich die eliminieren will, weil sie schlecht ist, weil sie mir irgendwas versaut, zu Problemen führt und man will sie weghaben. Dort funktioniert dieser Prozess relativ gut, auch da mit nichten wirklich hundertprozentig zuverlässig. Man muss auch dort sehr oft diese Prozesse wiederholen, bevor man dann endlich mal einen Organismus hat, der diesen tiefen und zerstörerischen Einschnitt im Genom überlebt und als intakte Pflanze wiederhergestellt werden kann. Sie müssen sich vorstellen, ein Doppelstrangbruch in einem Erbgut einer Zelle ist ein sehr tiefer Eingriff. Dagegen wehren sich eigentlich alle Organismen vehement, weil das in der Regel mit einer sehr fatalen Eigenschaft verbunden ist. Das ist selten etwas Positives. Und dieses CRISPR-Cas-Enzym wurde auch entsprechend als ist ein Reparaturmechanismus, den Bakterien innehaben. Da wurde es entdeckt und es wurde dann mittels biotechnologischer Methoden uns zunutze gemacht, womit sich Bakterien gegen Viren wehren und gegen andere Eindringer. Also es ist ein Abwehrmechanismus eigentlich gewesen gegen genau diese Eingriffe, zerstörerischen Eingriffe in DNA. Dass der Einbau von DNA-Sequenzen ist noch deutlich problematischer, weil das beherrscht man noch lange nicht. Da muss man nämlich dann auch wieder neue DNA-Stücke einbringen und diese Prozesse sind noch längstens nicht gut verstanden und funktionieren noch längst nicht in diesem Maße, wie man das gerne hätte. So, aber Sie können mit diesen jetzt, sagen wir mal, diesen funktionierenden oder meist angewandten Techniken, können Sie nun viele DNA-Sequenzen, die ähnliche DNA-Erkennungsmerkmale haben, also wo diese Guide, diese zielspezifische Sequenz, die erkennt im Genom, an welchen Abfolgen der Nukleotidbuchstaben sie sich andocken soll und wo sie den DNA-Strangschnitt vornehmen soll, den können Sie sehr oft machen. Also Sie hören oftmals in den Medien, wird Ihnen erzählt, dass das so ein präziser, chirurgisch präziser, ein Schnittchen sei und da werden dann ganz wenige Nukleotidbuchstaben nur herausgeschnitten. Das ist praktisch nie der Fall. In der Regel erkennen diese DNA-spezifischen Sequenzen, RNA-spezifischen Sequenzen, DNA-Abstriche, die gibt es mehrfach im Genom. Die können mehrfach unter Umständen das Gleiche, müssen aber nicht das Gleiche kodieren. Sie können aber auch, wenn Sie das wollen, in einem polyploiden Organismus viele dieser DNA-Sequenzen, die ja in einem polyploiden Organismus, der die Gensätze mehrfach hat, mehrfach schneiden, also mehrfach auf allen Chromosomsätze, auf allen Strängen herausholen. Das können normale Methoden der Züchtung oder gar der indirekten Mutagenese überhaupt nicht. Das ist nur möglich mit diesen Techniken. Sie können aber auch zeitgleich nicht nur eine Zielsequenz eingeben, die eine bestimmte Eigenschaft erkennt auf allen Genomen, auf allen Chromosomen, die Sie dort haben, sondern Sie können mehrere einbringen, unterschiedliche, die ebenfalls an all den Stellen, wo diese Erkennungssequenzen vorkommen, schneiden. Das nennt man dann Multiplexing. Also das heißt, mit diesen Prozessen können Sie vielfach wiederholbare, identische und unterschiedliche Eingriffe im Genom vornehmen, was in keinster Weise in natürlicher, also dass diese Einschnitte, Eingriffe in der Natur vorkommen würden, grenzt ans Unmögliche in der Natur.
Es ist nicht so möglich auf diesem Planeten, aber der ist so selten, dass er in keinster Weise als eine Regel herzuführen ist und zu sagen, das kommt ja auch ständig in der Natur vor, ergo müssen wir uns da nicht drum kümmern. Das ist nicht so. Das kommt überhaupt nicht so in dieser Natur vor. Und was es ebenfalls etwas anders macht, ist, Sie können jetzt mit diesen Prozessen, mit diesen biochemischen Mitteln und diesen Guide-RNAs, diesen Führungssequenzen auch in Bereichen des Erbguts hervor eindringen, die eben längst nicht so sehr mutagenen Substanzen oder züchterischen Eingriffen zugänglich sind. Es gibt nämlich, das Genom ist nicht gleichmäßig zugänglich zu Mutationen. Sie haben Genomabschnitte in einem Organismus, die sind hochkonserviert. Das betrifft zum Beispiel eine Symmetrie eines Körpers. Also Sie finden sehr selten Menschen mit 5 Armen oder 2 Köpfen und dergleichen. Das sind hochkonservierte Abschnitte, der Mutationsraten sind dort viel, viel geringer. Sie sind viel besser geschützt. Sie kommen da mit diesen Scheren eben auch hin, mit diesen Methoden, und können dort Veränderungen vornehmen, gewollt oder auch ungewollt. Was aber all diese Techniken miteinander nicht können, sie sind alle limitiert auf sehr simple, durch einzelne Gene vererbte Eigenschaften. Sie können nur Punktmutationen auslösen. Sie können sehr viele Punktmutationen auslösen, aber eben doch nur Punktmutationen, in denen nicht viele Gene involviert sind. Das heißt, komplexe Eigenschaften von Organismen, die sich an komplexe Umweltbedingungen anpassen müssen, die mit Hitze, Trockenheit, Kälte und was weiß ich zusammenkommen. Das sind Regulationsprozesse, die sind von zum Teil Hunderten von Genen gesteuert. Auf die haben Sie keinen Zugriff mit diesen Methoden. Das heißt, sie sind alle limitiert und beschränkt auf sehr simple Eigenschaften. Das darf man nicht vergessen, wenn man sich anhört, wie fantastisch und was man damit alles machen kann. Der Witz ist aber jetzt, dass in der Grundlagenforschung immer klarer wird, dass das nur sehr wenige Gene eigentlich sind. Die simplen Eigenschaften sind oftmals auch, ja gut, die können matchentscheidend sein, das ist richtig, aber die Anpassungsleistung von Organismen, das, was sich die EU verspricht für resiliente Anbausysteme, die großen Spektren an Hitzeaufkommen, Trockenheit, bestimmte Bodenbedingungen, die damit einhergehen, Salzgehalte und dergleichen, all diese Anpassungen an solche komplexen Umwelteinwirkungen, die werden von hochregulierten und hochvernetzten regulatorischen Netzwerken bestimmt und in einem permanenten Abtausch. Da reagiert das Genom auch auf Umwelt und Umwelt reagiert auf Pflanzen. Also es ist ein Wechselspiel, das zum Teil sehr, sehr fein abgestimmt ist. Das ist hier nur ein Beispiel für Mais, die eine Arbeitsgruppe publiziert hat vor einigen Jahren, die sich mal die Mühe gemacht haben, diese Netzwerke zu identifizieren. Das ist eine unglaublich aufwendige Arbeit. Und die haben alleine für Mais 15 Netzwerkgemeinschaften von Genen analysiert, die fast vollständig miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn Sie hier irgendetwas an dem einen hier oder hier verändern, dann ist nicht mehr die Frage, ob das Auswirkungen auf die anderen haben wird, sondern es wird. Die Frage ist nur noch, welche. Und das soll auch nicht heißen, dass jedwede Auswirkungen problematisch sind. Mitnichten. Die Pflanzen haben sehr redundante Systeme. Wenn einzelne Gene mal hier oder da nicht funktionieren, können die sehr häufig, haben sie viele Reparatur- und Anpassungsmechanismen, um damit umzugehen. Aber sie wissen es nicht. Und wenn sich vor allem sehr viele zeitgleich verändern, dann haben sie sehr viele Eingriffe in diese Netzwerke. Und je mehr sie machen, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass dort es zu Nebenwirkungen kommt, die sie in keinster Weise kontrollieren oder übersehen können, geschweige denn vorhersagen können. Das heißt, sie greifen in regulierte Netzwerke ein. Wir wissen, dass sie reguliert werden. Wir kennen einige dieser Netzwerke, wissen ungefähr, auf welche Prozesse und Abläufe sie in einem Organismus eingreifen, aber lange, lange, lange nicht alle. Und dieses Prinzip des Netzwerkens, das ist ein fundamentales Prinzip der Resilienz von Organismen. Das ist ein Überlebensprinzip.
wenn, sobald Organismen statisch werden in ihrer Reaktionsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, sind sie eigentlich schon dem Aussterben geweiht. Weil wenn sie dann einmal in einem Winter, in einem Sommer dann außerhalb ihrer Amplitude kommen, dessen, was ihre physiologische Ausstattung hergibt, dann sind sie weg, dann war es das. Das heißt, sie sind immer nur, der Überlebensmechanismus ist Diversität und Anpassungsfähigkeit, Plastizität. Sie können auf sehr viele unterschiedliche Eingebungen sozusagen und Umweltbedingungen reagieren, dass zumindest ein Teil ihrer Population immer dem gewappnet sein kann. Ein anderer wird aussterben, weil er dem nicht gewappnet, ein Teil wird überleben. Das heißt, dieses Prinzip des Vernetzens, das ist ein Grundprinzip in der Ökologie, in der Evolution, überall, das ist ein Prinzip. Hier ist ebenfalls, haben sich Forscher mal die Mühe gemacht, das zu quantifizieren für eine Farm. Und sie hat alleine nur mit Organismen, mit kleinen Wirbeltieren und Insekten gefunden, über 1500 quantifizierte einzigartige Interaktionen zwischen über 560 unterschiedlichen Taxa von Groups, 11 Gruppen von Tieren und Pflanzen. Das heißt, das gleiche Prinzip, was wir im Zellkern sehen, setzt sich fort als Prinzip der Natur und der Evolution der Ökologie auf allen Ebenen der Organisation in einem Umwelt. So, wenn man das verstanden hat, dann versteht man vielleicht auch, wo bei uns in den ökologischen genetischen Umwelten, in den evolutionsbiologischen Kreisen, das Unbehagen herkommt, wenn man hört, oh, wir können hier so und so viele DNA-Stränge durchteilen, löschen, einbauen und so weiter. Weil diese Sicherheitspostulate, die Sie aus der Biotechnologie hören, die sind beschränkt auf den Teil, den Sie kennen. Sie sagen, wir sind sehr präzise mit dem, wir wissen, wo wir eingreifen jetzt im Genom, wir kennen diesen Abschnitt, damit ist es präzis, damit haben wir darüber Kontrolle und diese Kontrolle bedeutet Sicherheit. Das kann man jetzt auch hinterfragen. Wir können sehr kontrolliert und sehr sicher sehr viel schreckliche Dinge tun, aber das lassen wir mal außen vor. Schon alleine nur diese Narrative, sich zu beschränken auf das, was man kennt und daraus ein Sicherheitspostulat abzuleiten, finden wir oder ich abenteuerlich. Weil das Problem ist nämlich nicht nur, dass Sie wissen müssen, den DNA-Abschnitt, den Sie verändern, sondern Sie müssen mindestens, um sicher einzugreifen, auch eine präzise oder einigermaßen präzise Kenntnis dieses Gesamtkontextes, den ich Ihnen gerade geschildert habe, haben, der Genfunktion, der umweltabhängigen Regulationsnetzwerke, um dieses Eingreifen als sicher zu nennen. Und das wird komplett außen vor gelassen. Das heißt, diese Kenntnis des genomischen Gesamtkontexts gilt als marginal, ist marginal, das gilt aber als überhaupt keine notwendige Voraussetzung, um sicher einzugreifen. Gibt's, ist einfach nicht. Das ist einfach die Position und die Perspektive. Daher bleibt in unseren Augen diese Technik riskant, wie die alte. Sie greifen in Dinge ein, die sie nicht kennen. Sie wissen nicht, was das für Aus- und Nebenwirkungen, für Weiterwirkungen haben kann. Zudem ist das Präzisionspostulat auch nicht gegeben. Es wächst praktisch täglich die Literatur, die wissenschaftliche Literatur dazu, dass auch diese Führungs-RNA, diese Präzision, die sie angeblich haben soll, nur dort im Genom anzudocken, wo man das will, dass die auch so nicht stimmt. Sie docken auch an Regionen im Genom an, die nur ähnlich sind unter Umständen, aber nicht identisch. Das heißt, sie haben auch jede Menge von unbeabsichtigten Nebeneffekten von den beabsichtigten Veränderungen an dieser Stelle. Aber sie haben auch unbeabsichtigte Veränderungen off-target, nennt man die, weg vom Zielgebiet, wo sie diese Eingriffe machen, in anderen Teilen des Genoms, die eben mit dem Teil verhängt waren. Oder wenn es an Stellen schneidet, wo es gar nicht schneiden soll, weil sie nur ähnlich waren, aber nicht identisch. Das heißt, all diese Dinge können selbst bei dieser Präzision, hält nicht den wissenschaftlichen Beweis stand. Nun, was kann da passieren? Also es sind nach wie vor unpräzise Techniken. Nicht nur kennen wir nicht den Gesamtkontext, in den sie eingreifen und die daraus abzuleitenden unmöglichen Folgen, sondern die Technik selber bleibt auch mit einem Fehler behaftet,
der nicht wegzuleugnen ist. Das heißt, Sie können hier unbeabsichtigte Umstrukturierung des Erbguts vornehmen und auslösen, die Sie nie wollten, die Sie vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht merken. Sie greifen natürlich auch in die sogenannten epigenetischen Regulierungsebenen an. Ich will Ihnen jetzt hier keine Genetik-Vorlesung geben, aber es gibt auch Steuerungsebenen oberhalb der DNA, die ebenfalls abhängig davon sind, was Sie mit der DNA machen. Es werden oft oder gar immer die Methoden der alten Gentechnik angewandt, um diese Scheren überhaupt hineinzubringen. Das heißt, Sie haben es auch noch mit den Risiken der alten Gentechnik zu tun. Selbst wenn Sie es wieder herausholen, Sie haben einen Eingriff getätigt, der ebenfalls mit Risiken behaftet ist. Er kann löschen, schneiden an Orten, die eben nur ähnlich, aber nicht identisch sind und dort Probleme auslösen. Er kann in Genomregionen eingreifen, die für andere Mutageneseverfahren und geschweige denn Züchtungsverfahren, konventionelle, nicht oder kaum zugänglich sind. Daraus ergeben sich andere Risikoprofile, selbstverständlich. Sie können Einfluss damit nehmen auf Entwicklungen der Organismen. Wenn Sie in den Stoffwechsel eingreifen, wir wissen das nicht. Sie können ungewollte Bildung von neuen Genprodukten hervorrufen, neuen Proteinen, die Sie so nicht kennen. Es reicht ja auch manchmal, wenn sich Proteinkonfigurationen ändern. Dass bestimmte, die können in unterschiedlichen Konfigurationen in der Zelle vorkommen. Die eine ist nützlich und die andere ist schädlich. Sie können Einfluss nehmen auf veränderte Inhaltsstoffe, die unter Umständen, wo manche Leute dann plötzlich darauf allergisch reagieren, was sie vorher nicht getan haben, zum Beispiel bestimmten Pflanzen. Sie können, die Pflanze oder der Organismus kann sich in seiner Anpassungsfähigkeit ändern, kann andere Reaktionen auf Stressfaktoren zeigen. Und sie können dadurch erhöhte oder reduzierte Fitness, also Überlebensvor- oder Nachteile hervorrufen. All diese Dinge, wie gesagt, sie müssen nicht immer alle auftreten. Das ist nicht das Postulat, dass es per se immer grundsätzlich dazu führt. Aber es kann. Und Sie werden es nicht wissen, wenn Sie keine stringenten, gesetzlich geregelten Sicherheitsprüfungen machen. Dann werden Sie diese Risiken bei der Zulassung oder vor der Zulassung nicht entdecken. Sie entdecken in dem Zustand vor Zulassung, entdecken Gentechniker nur letale oder stark verändernde Nebenwirkungen, wenn die Pflanzen verkrüppeln beispielsweise, wenn sie nicht mehr lebensfähig sind. Das entdeckt auch ein Gentechniker, wenn er aus Zellkulturen, die er verändert hat, wieder Pflanzen rekonstituieren. Und das kommt zuhauf vor. Die werden aussortiert. Und es werden am Ende dann nur jene Organismen natürlich in den Züchtungsprozess weitergeführt, die sich wieder vollständig herstellen lassen. Aber das ist doch nicht unsere Sorge. Unsere Sorge ist, dass es auf einer subletalen Ebene zu Veränderungen kommt, die sich überhaupt nicht visuell phänotypisch erstmal so offensichtlich manifestieren, sondern erst viel später eigentlich eintreten und die auch gar nicht sich dem Erkennen eines Biotechnologen darstellen, weil Biotechnologen sind nun mal keine Ökologen, sie sind auch keine, noch nicht mal unter Umständen Biologen, die mit gesamten Organismen arbeiten, sondern das müssen andere Expertinnen und Experten tun. Dazu brauchen sie andere Fachleute, die diese Prüfung machen, die diese entsprechenden Experimente auch durchführen können. Das heißt, wenn Sie das alles nicht tun und die aus der Regulierung herausnehmen und einfach rausgeben, wie jede andere Sorte und andere Pflanzen auch, dann verlagern Sie mögliche Risiken in die Anwendungsphase. Das heißt, Sie verlagern sie auf Sie. Auf Konsumenten. Wir sind dann hinterher wieder diejenigen, die das entdecken müssen, die den Nachweis machen müssen, die Beweisführung machen müssen, ob das jetzt nun aufgrund dieses Eingriffs ist oder nicht. Stellen Sie sich das vor, das ist eine epische Aufgabe, dieses zu tun. Und damit werden natürlich wieder Risiken und mögliche Schäden externalisiert auf die Allgemeinheit. Wenn Sie dann auch noch, was ja der Teil dieser Überlegung ist und das, was man machen möchte, mit der Herausnahme aus der Regulation nicht nur keine Risiko- und Sicherheitsprüfung machen werden, sondern Sie werden auch überhaupt keine Überwachung mehr haben. Sie haben keine Nachweisverfahren mehr, das heißt, Sie können die gar nicht mehr zurückverfolgen. Wenn da sich je etwas Problematisches irgendwo manifestiert, wird es eine gigantische Aufgabe werden, das wissenschaftlich zurückzuverfolgen und
punktgenau zu sagen, das ist, weil ihr die und diese Veränderung in dieser Pflanze vorgenommen habt. Und das hat für mich am Ende auch immer was mit Verantwortung zu tun. Also es geht nicht nur darum, dass ich natürlich meinen Return on Investment haben will, meine Produkte auf den Markt bringen will und Geld verdienen will. Das kann ja ein legitimes Anliegen sein. Aber es hat auch was mit der Verantwortung für dieses Produkt zu tun. Und wenn ich das nun mal so dafür eintrete, dass ich, obwohl ich postuliere, es ist super sicher, aber ich will auf gar keinen Fall irgendwelche Sicherheitsabklärungen, dann passt das für mich nicht zusammen. Dann ist das eine Frage des Duckens vor Verantwortung. Das heißt, Ziel, wir nennen das in der Schweizerisch immer der FIFO und Zwecklied. Das heißt, ich will das Geld und das Brötchen haben. Ne? Ich will keine Regulierung, ich will keine Deklaration. Es soll auch nicht hinterher Gentechnik draufstehen. Keine Rückverfolgbarkeit, keine Nachweismethoden, keine Verantwortung. Aber selbstverständlich sind jeder Schritt dieser Prozesse sind patentierbar. Und das Produkt am Ende ist patentiert und Sie müssen Lizenzgebühren abfahren. Das heißt, und die konzentrieren sich natürlich auf eine bestimmte Gruppe der Menschen, nämlich jenen, die diese Produkte hergestellt haben. Also so wie beides. Keine Nachweisbarkeit, aber so viel Nachweisbarkeit muss sein, dass ich Patente und Lizenzgebühren eintreiben kann. Diesen Widerspruch hat mir auch noch niemand wirklich plausibel auflösen können. Jetzt kurz zum Schluss, ich will jetzt gar nicht so ewig lange mehr reden, aber zumindest doch nochmal zur Erkenntnis geben, dass, wie gesagt, wir reden von neuer Gentechnik. Eine Dekade ist zu Ende, wir schreiben das Jahr 2022, der offizielle Beginn von CRISPR-Cas ist 2012 und alle anderen genomeditorischen Verfahren wie es gibt noch andere, Zinkfinger nennt sich eine, Talen, ODM, wie sie alle heißen, die sind noch viel älter. Das heißt, wir haben jetzt schon Jahrzehnte auf dem Puckel dieser sogenannten neuen Gentechnik, wo ich mich frage, wie alt, ab wann ist eine neue Gentechnik nicht mehr neu? Gibt es da irgendwie eine Zeitschwelle oder so? Und obwohl die schon 10 Jahre CRISPR alleine auf dem Markt ist, an alle anderen schon noch viel länger zur Verfügung stehen, haben wir praktisch nichts im Markt. Das heißt, auch all diese Prozesse, was Sie im Moment hören, was man in den Pipelines hat, wie man so gerne sagt, sind alles Early Stage, wie man sagt, explorative Proof of Concept Ansätze, die sehr, sehr früh in der Entwicklungsphase sind, die noch meilenweit weg sind davon, ob die je irgendwie etwas schaffen, was auf dem Markt sich bestehen kann. Und wenn, dann liefern sie auch bestenfalls Ausgangsmaterial. Sie entwickeln keine Sorten in der Petrischale. Sie entwickeln Ausgangsmaterial für die danach angeschlossenen, immer obligatorisch bleibenden Züchtungsprozesse. Und die werden notorisch unterschätzt oder intentionell unterschätzt und nie in den Zeitangaben berücksichtigt, bevor dann tatsächlich eine Sorte mit einer bestimmten Eigenschaft marktfähig wird, vergehen Jahre und Jahrzehnte. Das heißt, es ist sehr irreführend, wenn von schnellen Methoden geredet werden. So, und was haben wir jetzt seit 2010 auf dem Markt, das als in den USA, wo dereguliert wird, also wo man die schon aus der Deregulation herausgenommen hat, auch dort im Traumland aller Bio- und Gentechnologen, wie man das gerne hätte, man hätte gerne die amerikanische Regulierungsphilosophie oder Deregulierungsphilosophie auf Europa übertragen, aber auch dort gibt es zwei Anwendungen im Wesentlichen und die gibt es schon recht lange, also den Cibus Raps gibt es schon lange und keine der beiden wurde mit CRISPR hergestellt. Also und der eine ist wieder ein herbizidtoleranter Raps, also wo man sich auf mehreren Ebenen fragt, was ist neu, was ist schnell, wo kommt das her? Und die Kalix-Sojabohne ist eine veränderte Fettsäurezusammensetzung, die wurde mit Talens hergestellt, auch einer Methode, die schon 20 Jahre und älter ist. So, und jetzt finden wir heraus in den letzten 1-2 Jahren, also dieses Update, das hier stammt direkt jetzt von vor einigen Monaten, hat Kalix, die Firma, die diese veränderte Fettsäure zusammensetzt, Sojabohne vermarktet, in Nordamerika, in den USA, offiziell per Presseerklärung kundgetan, dass sie sich zurückziehen davon, dass der Anbau unprofitabel war, dass es zu geringeren Erträgen kam
Und der herbizidtolerante Raps wurde jetzt plötzlich herausgefunden, ebenfalls vor 2 Jahren, ist unter Umständen gar nicht ein Produkt von einer Genomeditierung, sondern ist unter Umständen das Produkt einer spontanen Mutation, die über die Gewebekulturen ausgelöst wurden. Bisher ist das unklar. Für die Vermarktung angekündigt wurden schon seit vielen Jahren ein sogenannter Wachsmais, ein nicht bräunender Champignon, ein glutenfreier Weizen, kernlose Kirschen und all diese Dinge, die finden Sie, wenn Sie recherchieren gehen. Nichts davon. Zum Teil sind die auch offiziell dereguliert, aber sie sind nicht auf dem Markt. Die Firmen bedecken sich, man weiß nicht, wo sie sind, was sie sind, warum, weshalb. Das sind ja alles private Produkte, da muss man niemandem Rechenschaft ablegen, wenn man etwas nicht vermarktet. Das ist ihre unternehmerische Freiheit, die sie machen können. Wer dazu mehr Informationen will, das BAFU, das Umweltamt der Schweiz, hat führt so eine fortschreitende Übersicht durch, was sich da so tut auf dem Markt. Da finden Sie die entsprechenden Hintergrundberichte. Und das ist, was ich Ihnen einfach die unklare Herstellung, Cibus Raps weiß man nicht. Und das ist eine der, die Original-Quote aus der Presseerklärung der Firma Calix, die sagt, die Firma hat Investoren enttäuscht. Es kam zur verspäteten Produkteinführung. Das Wachstum auf diesem Markt ist unter Erwartung. Und das widerspricht dem Expresses Verbes ja promovierten schnellen Entwicklungszyklus mittels dieser Genomeditierungstechnologien. Also sie sind nicht schnell, in anderen Worten. Und die Akzeptanz von Bauern scheint behindert zu sein durch die geringen Erträge. Welcher Bauer möchte schon eine Pflanze anpflanzen, die ihn weniger erträgt als eine andere Sorte? Was man übrigens auch schon bei anderen gentechnisch veränderten Sojabohnen festgestellt hat. Also das ist ihre Aussage, das ist nicht mein Quote von Calix. Das heißt, es scheint ganz offensichtlich nicht so zu funktionieren. Dieser Schritt hier zur Vermarktung, der ist weder schnell noch präzise noch wiederholbar. Das heißt, die Erwartungen, die Frau Stella Kyriakides hat an ein Pflanzensorten mit schneller und größerer Präzision, haben sich nach 10 Jahren plus von der Verfügbarkeit und den unglaublichen Investitionen in diesem Bereich, die haben sich schlicht und ergreifend nicht bewahrheitet. Sie haben sich sogar weniger bewahrheitet als für die Transgenese, weil überlegen Sie, wenn Sie zurückdenken, 10-Jahresperiode, Sie können eine 10-Jahresperiode wählen, wie Sie möchten, von 1990 bis 2000 oder 1996 gilt als die Einführung der Gentechnik, von 1996 der Einführung bis 2006, da waren Millionen von Hektar waren im Anbau mit herbizidresistenten Sojabohnen, Mais, Baumwolle und den BT-Pflanzen. Also da wuchs etwas in signifikanten Mengen auf dem Acker. Hier haben wir es im Moment nach 10 Jahren Deregulierung in Nord- und Südamerika mit diesen zwei Produkten zu tun, die jetzt unter Umständen sogar verschwinden, also gar nicht mehr da sind oder gar nicht mehr als Gentechnik gelten. Als die. In der Zwischenzeit ist aber ein anderes, das fand ich ganz nett, und das ist mein letztes Slide, wieder eine andere Risikovorhersage-Realität geworden, was man auch immer gesagt hat, wenn ihr mit Tieren arbeitet und sowas wie Fischen zum Beispiel, dann müsst ihr immer aufpassen, weil die hauen eventuell ab oder immer abgetan, na, kommt nicht vor, passiert nicht und so weiter. Jetzt hat man in diesem Jahr, das ist hier vom Februar 2020, festgestellt im Science Magazine, einem der renommiertesten Journale, musste man berichten darüber, dass transgene Glowfish, Fische, die leuchten, die man mit Gentechnik, der alten Gentechnik hergestellt hat, die zur Zierde in Aquarien für den Heimgebrauch sein sollen, dass die abgehauen sind und jetzt den Amazonas bereichern mit einer mit hübschen weiteren Fischarten, die wir so vorher nicht hatten. Das fand ich noch ganz spannend. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, Sie sind doch da. Ich sehe niemanden. Ja, großen Dank, liebe Frau Hilbeck, für diesen fulminanten Vortrag. Fulminant, nicht ohne Begründung. Man kann mir ja zugestehen oder glauben, dass ich schon etliche Vorträge zu diesem Thema gehört habe. Und heute Abend habe ich eine Menge neue Aspekte über Sie kennengelernt. Ich würde gerne jetzt einladen zu Fragen. Es gibt verschiedene Vergleiche zwischen dieser neuen Gentechnik
und dem, was auf europäischer Ebene es an Voraussetzungen gibt für ganz normales Saatgut, das in den Verkehr gebracht werden darf. Kleinbauern oder so Saatgutzüchter, die also auf gar nicht wirtschaftlichen Wege unterwegs sind, sondern einfach tauschen wollen und auch mit ihrem Saatgut sehr viel interessante und gute Erfahrungen gemacht haben, werden offensichtlich nach dem neuen Gesetzesverfahren, das jetzt EU-weit gelten soll, quasi daran gehindert, dass ihr Saatgut akzeptiert wird, weil es keine entsprechende Risikoprüfung durchgemacht hat. Jetzt die Frage. Also auf der einen Seite gilt in der EU ein strenges Prüfverfahren, was die Zulassung von Anführungsstrichen normalen Saatgut angeht. Und in der gleichen EU findet bezüglich, wie wir gehört haben, neuen Gentechnik eine Tendenz statt, zu sagen, ja, Risikoprüfung brauchen wir gar nicht, das ist irgendwie nebensächlich. Können Sie dazu was sagen? Das ist ja, also was Sie ansprechen, ist die Saatgutregulierung, die an und für sich schon problematisch ist, natürlich, weil es auch hier um auch hier Patente also zu schlagen und Eigentumsrechte und dergleichen. Aber die Argumentation der Bio- und Gentechniker ist ja, zu sagen, wir brauchen keine spezifische Risiko- und Sicherheitsforschung etc., weil wir machen das über die Sortenprüfung und über diese Zulassung der regulären Sorten. Man möchte einfach, dass sie behandelt werden wie jede andere neue Entwicklung aus der konventionellen Züchtung und das reicht. Dort würde man genügend zur Kenntnis nehmen, wenn sich irgendeine ein Merkmal eingeschlichen haben sollte, was zu Problemen führen kann. Weil Argumentation ist in der Natur, kann das ja auch vorkommen und da würde man das ja auch nicht machen, obwohl das natürlich völlig unbelegt ist, dass derartige Eingriffe in der Natur tatsächlich so vorkommen in dem Maße. Ja, danke. Das heißt, man will, dass dieser Regulierung, die Sie eben dargestellt haben, dem will man das unterwerfen und das so reichen. Danke. Jetzt habe ich schon eine gehobene Hand entdeckt. Rüdiger Stegemann. Bitte, Rüdiger, du bist jetzt dran. Zunächst mal großen Dank, Angelika, für diese Lieferung von sauberen und handhabbaren Argumenten. Genau das brauchen wir in der gegenwärtigen Auseinandersetzung. Ich habe zwei thematische Anfragen oder Bitte um Ergänzung. Du hast selber eingangs schon die Digitalisierung als Risikobereich erwähnt. Da wäre mir doch lieb, wenn du auch von der Gentechnik die Querverbindung zu dem Digitalisierungsbereich, der ja geradezu ein Hype in der allgemeinen Politik und auch speziell in diesem Bereich darstellt. Eine Querverbindung. Und zum anderen würde ich gerne nochmal von dir unterstrichen sehen, die Bedeutung des Vorsorgeprinzips, seiner Gültigkeit und Anwendung. Das gilt im Übrigen als Querschnittsthema ja nicht nur für die Gentechnik, sondern auch für die Digitalisierung. Also vielen Dank, wenn du davon was. Ja, gut, da muss ich gucken, dass ich mich kurz halte und nicht in einen weiteren Exkurs gehe, weil es gibt verschiedene Überschneidungen und Berührungsbereiche bei der Digitalisierung. Der offensichtlichste, sagen wir mal, im Moment ist, und das ist ja auch, es sind die gleichen Player in der Digitalisierung unterwegs wie bei der Gentechnik. Und das ist kein Zufall. Bayer, Monsanto sind da die Leader, wie immer. Die sind immer die Klassenbesten. Was wir jetzt mit der Digitalisierung im Agrarbereich erleben, ist, was wir die vertikale Integration nennen. Die von uns, die hier länger unterwegs sind, die wissen ja, in den 90er Jahren fand vor allem die Konsolidierung sozusagen horizontal statt.
Also da wurde alles an Saatgutfirmen aufgekauft, was irgendwie aufkaufbar war. Da haben sich die ganzen Pestizidhersteller, haben sich Merger and Acquisitions, ne, die Konsolidierungen gemacht und die Konzentration auf wenige Anbieter und so weiter. Und was wir jetzt bei Düngemitteln, Inputs war das Gleiche, Landmaschinenhersteller etc. Überall hat ja diese Monopolisierung, Oligopolisierung stattgefunden, was man ja als Konsolidierung bezeichnet hat, sehr höflich umschrieben. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir mittels Daten, also nicht nur es gibt die Bereiche der autonomen Vehikel und der Gadgets, also der Drohnen, autonome Roboter und der Robotik, das ist die Hardware sozusagen, aber wo die Integration im Moment stattfindet, ist vertikal über Software und über Plattformtechnologien, dass all diese Inputs von Dünger über Pestizide, über Saatgut bis hin zu Protokollen des Anbaus mit bestimmten Maschinentechnik, wo dann die Roboter und die Mähdrescher und was auch immer alles reinkommen, dass die zusammengebündelt werden in ein komplettes Servicepaket sozusagen. Das lizenziert man sich dann von Bayer oder wem auch immer. John Deere ist da ein Konkurrent unterwegs mit anderen Firmen. Und die Bäuerin, der Bauer oder die sich auf dieses Modell einlassen, werden dann sehr preskriptive Anbausysteme haben. Das heißt, sie können dann nicht mehr aussuchen, sie kriegen dann ja auch eine gewisse Garantie, wenn du folgendermaßen das alles machst, du nimmst diesen Input, dieses Saatgut, diese Maschinen, diese Anbauform, die Zeit säst du so und so aus und machst das alles so und so. Und dann kriegst du, dann garantieren wir dir so, dann höhere Gewalten das zulassen, dass du da eine Ertragssteigerung für dich ermöglichen wirst. Und das wird dir die Investition in diese Servicepakete, in die lizenzierte Abrufung davon, wird es dir wert sein. Du wirst da einen Gewinn drüber fahren. Das heißt, wer diese Pakete dann nimmt, und FieldView ist so eine Plattform, die im Moment von Bayer Monsanto vermarktet wird und ausgerollt wird, durchaus schon im Einsatz ist, da hat dann der Bauer und die Bäuerin praktisch keinerlei, sie müssen sich an dieses Rezept halten, an dieses System. Sonst garantieren sie natürlich nicht dafür, wenn man dann andere Dünger nimmt, andere Spritzmittel, andere Saatgut und so weiter, dann, wenn es dann nicht funktioniert, dann gilt es halt nicht. Dann ist so, ja, du hast ja selber das verändert. Hättest du das so gemacht, wie wir sagen, dann wäre das anders rausgekommen. Das heißt, diese Login, wir nennen das von Pfadabhängigkeiten, die kreiert werden, und Login-Abhängigkeiten, die werden über die digitale Verknüpfung und der datenverarbeitenden Algorithmen, die dahinter tätig sind, mit den Daten der Bauern natürlich zugeschnitten, dass sie versprechen auf den Betrieb und auf seine Eigenschaften, wird zurückverkauft. Und hier spielt jetzt Gentechnik nur noch eine Komponente. Sie ist da jetzt nur noch eingespiesen, also bestimmte eben auch lizenzbehaftete, patentierte Saatgut ist dann der Teil, der dann zwingend genommen werden muss, wenn das so zugelassen wird. Sonst funktioniert dieses ganze Paket nicht mehr. Also das ist, wo Digitalisierung und Gentechnik dann einen Berührungspunkt finden. Und darum sind Bayer Monsanto in diesem Geschäft unterwegs. Und es gibt einen zweiten Berührungspunkt, wo die Digitalisierung zutrifft. Das ist ich hatte Ihnen ja gesagt, dass in dieser Welt der Wahrnehmung DNA-Nukleotidbuchstaben als Code gelten. Also Sie kennen ja so diese A, T, G, C und so weiter, die dann zusammen so Triplets ausmachen und die Gene ausmachen. Und diese Sequenzen, wir haben ja eine gigantische, wir können die alle sequenzieren, das können wir heute kein Problem mehr. Und diese Sequenzen, diese DNA-Sequenzen, da spricht man von, die will man digitalisieren. Also die will man auf digitale Art und Weise übersetzen, digital speichern, und das nennt sich dann Digital Sequence Information, digitale Sequenzinformation, und die kann gehandelt werden. Also das ist so die Idee, okay? Und daran arbeitet man auch, ob das je irgendwelche Produkte liefert, die dann im Acker stehen und sinnvoll sind. Das spielt gar keine Rolle. Das Geld wird im Moment mit der
Digitalisierung per se, der Aufarbeitung, der Speicherung, des Handels und so weiter, wird das und der Patentierung von Sequenzen und Dingen wird im Moment damit verdient. Und das ist ein florierendes Geschäft. Und das geht auch nur eben mit dieser Digitalisierung der DNA-Sequenzen. Das sind so die zwei Bereiche, wo Digitalisierung und Gentechnik zusammenkommen. Und das sind, wie gesagt, auch wieder die gleichen Firmen, die da ihr Geschäft machen. Ja, eine weitere Frage. Ich habe jetzt den Überblick nicht. Jana, kannst du das irgendwie? Ich sehe nur gerade so 6 Kacheln, glaube ich. Bisher hat sich jetzt keine Hand weiter gemeldet. Ja, dann würde ich gern auch noch mal mindestens eine Frage jetzt anschließen. Also mich hat sehr überzeugt, das habe ich auch noch nicht so klar gehört, dass das Zeitargument der Befürworter der neuen Gentechnik überhaupt nicht zieht. Diese also nicht in meinen Augen. Naja. Nicht in meinen Augen. Ja. Ja, aber das ist ja ein wichtiges Argument, dass man sagt, im Vergleich zu dem, wie das andere 10 bis 12 Jahre über eine neue Pflanze, also züchterisch unterwegs sind. Also in diesem Kontext ist es vielleicht nicht uninteressant zu wissen, es gibt ja in der augenblicklichen Diskussion ein wichtiges Argument pro neue Gentechnik, wenn es um die Stabilität innerhalb des Klimawandels geht. Also, es heißt, wir brauchen unbedingt Hitze- oder trockenheitsresistente Pflanzen. Wie sieht es da aus? Ja, nix. Also, da hat schon die alte Gentechnik versagt und da wird auch die neue versagen, nach meinem Dafürhalten. Und zwar genau aus dem Grund, was ich vorher in meinem Vortrag versucht habe zu erläutern. Anpassung an Trockenheit ist ein hochkomplexer Prozess und er geht immer entweder mit Hitze einher oder mit Trockenheit einher. Und die Anpassungsleistung, die ein Organismus erbringen muss, um sich gegen so eine Fülle von unterschiedlichen Einflussfaktoren gesamthaft anzupassen, ist natürlich, das findet man nicht auf 3 Genen oder sowas. Das sind 300, die da zusammen funktionieren müssen. Und die müssen auch Rückkopplungen haben und eben das in der Physiologie hat es das, um Pflanzen überhaupt anpassungsfähig zu machen oder Organismen, Pflanzen ganz besonders, weil die sich ja nicht entziehen können. Die müssen ja an dem Standort bleiben. Die müssen an einem Tag 40 Grad aushalten und am nächsten Tag oder eine Woche später fällt die Temperatur auf 15 oder sowas. Also das heißt, die müssen Temperaturspannen von 20 Grad aushalten können unter Umständen ohne abzuliegen. Das können sie nur durch enorme physiologische, metabolische Anpassungsprozesse, die von ganz vielfältig gesteuert und rückgekoppelt werden. Und das sind nicht Leistungen von 1, 2, 3 Genen. Das sind sehr, sehr viele. Und auf die, und wir verstehen ja die Zusammenhänge in dem Sinne gar nicht. Wir wissen nur, dass es ist. Diese Studien, die ich präsentiert habe, da hat man nur über Signale, über up and down regulated, wie man ist, kann man alles prüfen. Man sieht, dass Gene aktiviert werden, dass sie deaktiviert werden, dass sie anspringen, nicht anspringen in bestimmten Umgebungen. Da kann man wunderbare Studien und Muster betreiben, riesige Datensätze erstellen. Aber man weiß nicht, warum. Man weiß nicht genau, wie der Mechanismus dahinter ist. Wir haben diese Forschung auch gemacht mit Insekten und mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Das sind wunderbar, kann man alle Signale finden, aber es erschließt sich einem nicht so ohne weiteres, wieso, weshalb, was sind die konkreten Mechanismen? Und die sind enorm komplex dahinter. Und deshalb haben wir keine Trockentoleranz im Moment. Deshalb wird es die auch nach meinem Dafürhalten, ich weiß nicht, wann es die geben soll, die Technik müsste einen Quantensprung machen und nehmen, um zu verstehen erstmal, wie Zusammenhänge funktionieren und dann gezielte Eingriffe zu machen, um multiple Prozesse zeitgleich gezielt zu steuern und zu beeinflussen. Da sind wir weit davon entfernt in der Branche. Das kriegen wir nicht hin.
Also darum sehen Sie ja auch jetzt wieder, was auf dem Markt ist, ist ein herbizidresistenter Raps. Das ist eine relativ simple Geschichte. Da müssen Sie bestimmte Enzyme blockieren. Wenn eins blockiert wird, dann ist gut. Wenn man das erkannt hat oder eine Fettsäurezusammensetzung ändert, hat man eins deleted. Da hat man auch nicht neue dazugefügt, sondern welche unterreguliert ausgeschaltet. Ja, das kann man machen. Das geht. Aber eben. Man hat dann sogar bei diesen einfachen, also ich finde das sehr spannend, schade, dass man da nicht weiter forschen darf, aber das hat offenbar zu einer Ertragseinbußen geführt bei der Sojabohne, lustigerweise. Warum? Weiß niemand. Ist im Privatbesitz, derartige Grundlagenforschung laufen mit diesen patentierten Produkten nicht, aber ich fände sowas spannende Fragen, die man mit diesen Werkzeugen als Forschungswerkzeug in der Tat untersuchen kann und dringend nötig untersuchen sollte, aber das findet halt nicht statt, weil die im Privatbesitz sind. Also ich rechne nicht damit, dass es kommt. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Eben, die Techniken sind dem nicht zugänglich. Deshalb ist da meine Prognose relativ nüchtern, muss ich sagen. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Also wenn Sie das schaffen, dann muss das ja auch robust, nachweisbar, belegbar, messbar möglich sein. Dann gestatte ich, dann bin ich verblüfft und gratuliere, wenn das hingeht. Aber ich würde im Moment, wenn ich meine Finanzen steuern müsste, würde ich die auf die In-Situ-Züchtung setzen, weil die macht das ja alles, die versteht das zwar auch nicht, aber sie selektioniert das Zusammenwirken von Organismen. In Organismen. Das Zusammenwirken von Genen wird selektioniert und dann hat man eine Anpassungsleistung in toto. Und das funktioniert. Wir haben sehr wunderbare, trockenresistente Maisarten, da kann die Gentechnik nur von träumen. Das hat die in 30, 40 Jahren nicht zustande gekriegt. Ja, vielen Dank für die sehr umfangreiche und wichtige Antwort. Ich sehe jetzt eine weitere erhobene Hand von der Brigitte. Kannst du dich jetzt einfach zu Wort melden? Rich, ja. Das ist die E-Mail-Adresse und Brücken finde ich ganz interessant. Außerdem unterrichte ich Englisch. Ich habe im Prinzip drei Fragen. Die eine Frage ist zur Versicherung. Die Versicherungen haben es ja bisher abgelehnt, Gentechnik zu versichern. Wie ist das, wenn jetzt die Deregulierung durchgesetzt würde? Wie würden sich die Versicherungen dazu stellen? Und der Bauernverband hat ja aufgrund dieser Nichtversicherbarkeit der Gentechnik ab und zu auch mal davor gewarnt, die einzusetzen. Die zweite Frage geht es um Risikoforschung. Und ich wüsste schon gerne, Sie haben in Amerika gearbeitet und Sie haben schon mal in anderen Vorträgen beschrieben, wie die Konzerne restriktiv eingreifen, was man forschen kann und was man publizieren darf. Und die Risikoforschung ist für mich das essentiell Notwendige, denn dann kann ich zurückführen, wo ein Schaden wodurch entstanden ist. Und dann kann ich eben, wie Sie das gesagt haben, an der Ursache ansetzen. Und ich kann eben auch jemanden zur Verantwortung ziehen. Bisher ist es ja so, dass die Kosten immer bei dem Steuerzahler landen im Prinzip. Genau. Und die dritte Frage, da geht es um die Verfügbarkeit von Saatgut. Sie haben das jetzt mit der Digitalisierung und mit dem Paket im Prinzip auch schon angesprochen. Ich weiß, dass Monsanto und Bayer in Amerika nur noch gentechnisch verändertes Saatgut rausbringen. Das hat die Anne-Marie Volling publiziert. Und ich meine, ich hätte schon mal gelesen, dass andere Konzerne das auch tun in Amerika. Und für mich ist das so bedrohlich, dass die im Prinzip ohne Eingriff von irgendwelchen Regierungen oder was, das für sich selber regeln, dass es in Zukunft nur noch gentechnisch verändertes Saatgut geben wird. Gut, einige werden schnell zu beantworten sein, andere nicht. Die Frage nach den Versicherungen, die kann ich Ihnen schnell beantworten, da habe ich keine Antwort drauf, das weiß ich nicht, wie das mit neuen Gentechniken läuft. Ich denke mir mal, ich habe auch nichts gehört, könnte mir gut vorstellen, also wenn ich Versicherung wäre, würde ich mich im Moment dezidiert zurückhalten und mal gucken, was da so passiert. Es gibt im Moment keinen Druck, es ist nichts in irgendwelchen marktfähigen Marktpipelines, wo man damit rechnen muss, dass morgen der große Anbau losgeht. Also es herrscht keine Not und die gesetzliche Regulierung ist ja noch nicht klar. Die ist ja im Moment,
am Entstehen. Die EU-Kommission hat gesagt, sie macht Änderungen, aber welche konkret das sein werden, das ist ja im Moment im Entstehen. Also so lange werden die sich wahrscheinlich bedeckt halten erstmal und gar nichts machen. Aber das ist meine Vermutung. Davon weiß ich nicht mehr. Die Risikoforschung kann man auch relativ schnell beantworten. Die gibt es nämlich im Zusammenhang mit der neuen Gentechnik praktisch gar nicht. Das ist etwas, was in der Tat erstaunlich ist, weil ich bin ja in diesem Bereich seit 30 Jahren sozusagen unterwegs und seit über 25 konkret in der Biosicherheitsforschung mit eigenen Forschungsarbeiten und Beiträgen. Damals, als ich anfing, 1994, gab es zum einen Material, also es gab ja diese Pflanzen, das ist ja im Moment eher auch noch spekulativ, und die waren in der Zulassungspipeline tatsächlich und stand die Vermarktung kurz bevor. Das heißt, es gab Material und es gab Geld. Es wurden ja unglaublich viele Biotechnologie-Förderprogramme damals aufgelegt, in den Forschungsrahmenprogrammen der EU, in den nationalen Forschungsprogrammen wurden ja, wir haben ja, ich glaube, inzwischen Milliarden in diese Branche gepumpt. Und da gab es immer auch, zumindest der Netiquette wegen, irgendwo noch unter dem Förderprogramm irgendeine Rubrik Punkt 5.1, wo dann stand Biosicherheitsforschung oder Risikoforschung. Also da konnten dann Leute wie ich, Forscherinnen wie ich, ihre Forschungsvorschläge eingeben und um Geld werben, dass man dann für bestimmte risikorelevante Forschungsfragen bekommt. Da habe ich mein Geld bekommen, für die Forschung, die ich mit BT-Toxinen und Flohfliegen gemacht habe und Marienkäfer und dergleichen, da stammen die her, unter die von diesen Risikoforschungsausgewiesenen Töpfen für Risikoforschung, Sicherheitsforschung. Dass sich da noch viel dann getummelt hat, was keine war, ist nochmal ein anderer Blatt, aber es gab diesen Topf, die gibt es heute überhaupt nicht. Also das ist etwas, was man gelernt hat, sozusagen aus den Jahren, weil selbst mit dem bisschen und dem wenigen, das wir bekommen haben, haben wir relativ viel machen können. Trotzdem, was dann immer noch Ärger gemacht hat, natürlich, und vielen nicht gepasst hat. Das ist sozusagen, das ist so ein bisschen meine zynische Interpretation, muss ich zugeben. Hat man gelernt, das macht man jetzt gar nicht mehr. Ich könnte mir denken, dass man im Moment sich damit zurückhält. Die EU hat, es gibt keine Töpfe, weil man davon ausgeht, und ich glaube, man ist in diesen entsprechenden Kreisen immer davon ausgegangen, dass diese Pflanzen aus der Regulierung rauskommen, zumindest bestimmte Anwendungstypen, die, wo es um das Löschen geht, dass man die gar nicht, und wieso soll man dann Biosicherheitsforschung, Risikoforschung mit sowas machen, wenn das hinterher sowieso läuft wie eine ganz normale Sortenprüfung. Da macht man ja auch keine Risikoforschung. Das war ja immer das Argument. Wieso jetzt nur da? Wieso nicht bei allen anderen Sorten auch? Die man so aus der konventionellen Züchtung kriegt. Und ich schätze, die gehen davon aus, dass das so sein wird und dann kann man sich das sparen. Also ist jetzt meine zynische Einschätzung, ein bisschen zynisch. Es gibt sie aber nicht. De facto ist es gibt keine. Und die Verfügbarkeit von Saatgut, das ist so. Diese Tendenz, da haben wir auch schon vor über 10 Jahren zu publiziert, dass wir in den Ländern, in den GVO-Anbau praktiziert wurde und gefördert wurde, dass wir die Tendenz gesehen haben, dass es wurde ja in der Regel über konventionelle Züchtung, diese Eigenschaften BT, HT, wurde ja über diese konventionelle Züchtung in die marktfähigen, in die Sorten, die die Bauern anbauten, eingekreuzt. Das waren ja nicht alles separate gentechnische Events, sondern man hat ein Ereignis kreiert und das wurde dann eingekreuzt. Und so hat man ja auch diese Stacked hingekriegt, dass man jetzt die Herbizidresistenz mit BT-Toxinen kombiniert. Das ist alles über Züchtung, über züchterische Prozesse stattgefunden. Und wir haben in all diesen Ländern, wo das stattfand, gesehen, dass die Firmen für eine Weile mal, sagen wir mal, die Linien und die Sorten aufrechterhalten haben, die keine HT- oder BT-Transgene enthielten. Und jene Sorten, in die sie es eingekreuzt hatten, parallel angeboten haben. Aber sehr schnell haben wir dann gesehen, dass sie die das nicht hatten, sobald der Markt irgendwie ein bisschen ansprang und das tatsächlich gekauft und angebaut wurde, hat man die nicht gentechnischen Sorten, Parallelsorten, vom Markt genommen.
und hat nur noch die gentechnischen angeboten. Mit dem Angabe wie, ja, das ist ja, was die Bauern wollen, wir bedienen nur den Markt und die Nachfrage. Es hat aber immer auch Bauern gegeben, die eigentlich gerne das Unveränderte gehabt hätten, aber die haben dann immer weniger Wahl gehabt. Und was wir dann auch festgestellt haben, ist, dass das lief parallel mit vielen, vielen Sorten. Es gibt ja immer hunderte von Sorten im Angebot oder so für Regionen und Kontinente wie in den USA, Kanada und dergleichen, dass man mehr Gentechnik, also mehr Sorten auf den Markt gebracht hat, auch neue Sorten dann, die nur noch Gentechnik enthielten und keine Nicht-Gentechnik-Parallele mehr und mehr Nicht-GVO-Pflanzen vom Markt genommen hat, sodass es immer mehr ein Trend dann hingab zur Sättigung hin, bis es jetzt tatsächlich bei Soja und ich glaube beim Mais wird es ähnlich sein, jetzt praktisch gar keine Nicht-Gentechnik-Sorten mehr gibt, sondern nur noch die Sorten, die Gentechnik enthalten. Ja, so ist es. Das waren marktwirtschaftliche Erwägungen, das waren Abhängigkeiten natürlich, die waren teurer, die kosteten mehr und man hat das sehr schnell dann hingekriegt oder versucht auch hinzukriegen, weil als die Resistenzen dann kamen, dann hatten die Bauern nicht mehr die Möglichkeit, wieder auf die Nicht-Gentechnik zurück auszuweichen, weil die gab es ja dann nicht mehr. Und man bot dann die Gestackten an, wo man dann mehr rein hat, sagt, das ist jetzt der Weg vorwärts. Also das ist dann Marktwirtschaft at its best. Und das ist so, dass tatsächlich, es gibt in den USA wahrscheinlich, also ich will nicht sagen, es gibt keine mehr, es wird vielleicht noch irgendwelche Sorten geben, aber die spielen keine Rolle mehr. Nicht für den industriellen Anbau, für den Ökoanbau vielleicht noch, aber keine im industriellen Bereich. Ja, Brigitte, sind da alle Fragen, glaube ich, mit geklärt, aber du hast noch deine Hand hoch. Ach so, nein, dann nehme ich die mal runter. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist eine weitere Frage jetzt von der Angelika Nordmann. Der Text steht schon im Chat, aber ich finde es gut, wenn wir das auch jetzt nochmal mündlich in aller Deutlichkeit hören, zumal es einen aktuellen politischen Bezug hat. Bitte. Ja, hallo. Ich bin auch aktiv, also in Gentechnikbündnissen, aber auch in Stop-TTIP-Bündnissen aktiv und auch zusammen mit Greenpeace. Und wir haben jetzt in der letzten Zeit erfahren, dass im Bundestag das CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, zur Ratifizierung bereitgestellt werden soll. Also das ist ja jetzt seit September 2017 ist es in vorläufiger Anwendung und soll jetzt in die volle Anwendung gebracht werden. Und wir wissen, dass bei den letzten Verhandlungen die USA und Kanada verlangt haben, dass Gentechnik zugelassen wird in Europa, um ihre Agrarprodukte importieren zu können. Kann es sein, dass deshalb jetzt so schnell CRISPR zugelassen werden soll, um das zu ermöglichen, dass das jetzt damit zusammenhängt? Also ich kann Ihnen auch da nur meine Meinung oder meine Einschätzung geben. Diese Verknüpfungen mit Freihandelsabkommen, ob das CETA war oder TTIP oder wie auch immer, die waren immer da. Also da haben die Amerikaner, Kanadier, Argentinier, wie auch immer, immer das als Druckmittel benutzt und haben versucht, diese Pakete gesamthaft zu schnüren, wo dann immer mit dabei ist, aber dann müsst ihr auch das nehmen, ihr müsst die Gesetze lockern, ihr müsst die Haftungsrechte lockern, etc. pp. Das ist aus verschiedenen Gründen, wie wir alle wissen, in der Vergangenheit bisher gescheitert, aber es wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass das nach wie vor probiert wird. Also ich denke, das ist cour normal, wie man sagt, so, das haben sie immer gemacht. Das machen sie auch mit anderen Produkten, weil man möchte dann nicht einzelne Dinge herausnehmen, sagen ja nur das und das nehmen wir nicht, sondern man möchte dann sagen, ja, wenn ihr das nehmt, müsst ihr das auch nehmen, sonst nehmen wir von euch nicht das und das. Also das sind dann wirklich so Viehhandelabkommen sozusagen.
Da, und das war immer der Fall. Also es würde mich überhaupt nicht überraschen. Es würde mich überraschen, wenn das jetzt nicht so wäre. Also das war, und die haben immer versucht, auf die Art und Weise die Gentechnik durch die Hintertür mit reinzubringen. Das war Standard. Also wir wissen definitiv, dass bei der letzten Verhandlung zu TTIP, die augenblicklich wieder läuft, der amerikanische Agrarminister gefordert hat, dass das Vorsorgeprinzip abgeschafft werden soll, ja, ja, und dass Gentechnik zugelassen werden, ja, soll. Von, das habe ich immer. Ja. Ja, von kanadischen Verhandlern wissen wir auch, dass die das fordern. Mhm. Jetzt momentan wird über die, durch den Ukraine-Krieg mit der Energiesicherung viel mit Kanada gearbeitet, weil von dort eben das LNG-Gas und das Fracking-Gas geliefert werden soll. Ja. Und da besteht halt die Möglichkeit, dass die jetzt größeren Druck machen können, weil eben Deutschland oder Europa dieses Gas braucht und das Öl. Ja, davon gehe ich felsenfest aus, ohne dass ich das beweisen kann. Aber das ist, was die Vergangenheit eindeutig belegt. Die werden das jetzt als Druckmittel benutzen natürlich. Das ist logisch. Wir sind... Man verzweifelt auf der Suche nach Gas, und da nimmt man auch Fracking-Gas, nimmt man alles. Und da werden die auch versuchen, ihnen das unterzujubeln. Sagen, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch das nehmen. Das ist, halte ich für absolut wahrscheinlich, dass das tatsächlich so ist. Die Frage ist, lässt man sich da erpressen? Ja. Aber wenn man sich erpressbar macht, dann wird man halt erpresst. Das ist natürlich schon so ein bisschen so. Sie verhandeln bestimmt, ich denke, da werden auch, also es wird auch versucht, sagen wir mal, über diese Digitalisierungsansätze das natürlich reinzujubeln. Ne? Mhm. Wenn sie das verhängen und zulassen, ich glaube, Field View ist jetzt in Europa, meine ich, noch nicht so sehr im Einsatz, aber es gibt Aussprüche, ich kann es jetzt allerdings nicht belegen, deshalb bitte nicht mich zitieren dabei, dass CEOs oder führende Köpfe in diesen Digital-Chemie-Gentech-Konzernen aller Bayer Monsanto gesagt haben, dass eine Motivation jetzt auch voll auf Digitalisierung zu setzen und diese Plattform zu setzen, ist, dass der Bereich dieser Plattform an Produkte und die dort auf dem Markt angeboten werden können, nicht reguliert ist bisher. Also dass sie dort tatsächlich die Wildwest-Verhältnisse vorfinden, die sie gerne haben, ja, und dort die Dinge kreieren können und shapen können, wie sie ihnen passen. Und auf die Art und Weise natürlich sage ich, ja, das geht ja nur mit unseren maßgeschneiderten Saatgut, sonst funktioniert das ja alles nicht. Ne? Und das hat dann auch nochmal ein weiterer Leverage, wie man sagt, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, so eine weitere Eingangspforte ist, wo man in den Verhandlungen Druck auflegt. Wenn man diese Narrative glaubt, dass diese Techniken schnell zu Erfolgen führen, wie das ja alle glauben, ganz voran Frau Kyriakides, dann muss man praktisch ja sagen, ja gut, dann müssen wir das, dann wird man da auch erpressbar, weil man will ja da rankommen an diese Produkte. Ne? Und wenn die dann sagen, ja, die kriegst du dann halt nur, wenn du das ganze Paket kaufst, kannst du nicht nur die Filetstücke aussuchen, dann macht man den Deal halt mit, ja. Also ich denke, da läuft sehr, sehr viel. Aber das erfahren wir dann immer nur erst hinterher oder über Leaks. Und ja. Können wir haben ja immer noch ein intaktes Vorsorgeprinzip. Ja, theoretisch schon noch, ja. Ja, theoretisch, ja. kann man da nicht Forderungen stellen von Seiten der Forschung, also der gentechnikkritischen Forschung? Dass man, weil wir haben vor Jahren, Sie waren damals auch in Naumburg an der Saale, ja, da haben wir darüber gesprochen, da war die Christine von Weizsäcker. Ne? Ja. Und die hat damals gesagt, haltet die Versicherungstechnik im Auge. Ja, ja. Lasst niemals zu, dass etwas freigesetzt oder zugelassen wird, für das es keine Versicherung gibt. Sprecht sie immer wieder darauf an. Und das geht mir seitdem im Kopf rum. Es gibt ja nichts, Sie haben es vorhin auch erwähnt, es gibt keine Sicherheit.
Nein. Aber das kann eingefordert werden, hat sie damals gesagt. Vielleicht wäre das ein Hebel. Ich würde den auf jeden Fall mal erforschen und untersuchen, diesen Hebel. Das reicht ja, wenn man da einfach mal vorstellig wird, ne, von irgendeinem Verband. Und fragt, wie stellt ihr euch das vor? Wie wird das bei euch wahrgenommen? Ich kann mich entsinnen, in den 90er Jahren hatten wir Diskussionen, da waren Versicherungsvertreter waren an unseren Konferenzen. Die wurden eingeladen und mussten und haben ihre Version der Dinge zum Besten gegeben und haben sich zum Teil ganz üblen Anfeindungen aussetzen müssen, wenn sie da standen und gesagt haben, na, wir wissen nicht so genau und wir schätzen das hier als eine von diesen Unwägbarkeiten. Die haben so ihre Risikokategorien und dann gibt es dann so eine Kategorie, die nicht bezifferbar ist und das ist so ihre schwierigste Kategorie. Und da gehörte die Gentechnik mit rein. Und deshalb haben die da die Finger davon gelassen, ne? Und wäre mal interessant zu sehen, wie Sie das jetzt sehen und verfolgen. Aber wie gesagt, meine Vermutung, meine Arbeitshypothese wäre, die sitzen on the fence, wie man so schön sagt, und sagen, wir haben noch gar keine, wir gucken mal, was passiert und was da so abgeht. Ja. Aber da hat die Frau Christine von Weizsäcker mit Sicherheit recht. Also die werden dann natürlich auch in die Pflicht genommen. Die müssen ja dann sich irgendwie positionieren. Die müssen es entweder versichern oder nicht. Ja. Das ist so, wenn es dann zum Anbau kommt. Also, wie ich die Christine von Weizsäcker verstanden habe, hat sie gesagt, es darf nichts in Umlauf gebracht werden, was nicht versichert wogegen die Verbraucher nicht abgesichert sind. Ja. Und in dem Fall wäre das doch vielleicht ein Hebel, aber das müssten eben Forscher machen, weil sie die Risiken kennen und nicht kleine Bündnisse wie wir, die. Ja, es sind, also glauben Sie mir, die kritischen Forscher in diesem Gebiet sind noch kleinere Bündnisse. Also, Schlimm genug. Ja, wir haben schon einige, aber die wachsen ja nicht an Bäumen. Und wenn sie keine Forschungsgelder zahlen, haben sie auch keine Forscher. Ne? Das ist ganz einfach. Ja. Aber wir haben schon ein paar. Also ich will uns auch nicht kleiner machen, wie wir sind. Ich werde das mal aufnehmen und in unseren Kreisen mal einbringen, wie denn das aussieht. Ja, ob man da noch mal... Es können ja auch, wir haben ja hier die SAG beispielsweise, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Gentechnik, die hat damals auch so Anfragen gemacht. Das ist, kann man wieder in Erwägung ziehen. Es ist ja im Wesentlichen nichts weiter wie eine Neuauflage von Gentechnik 1.0. Die Christine von Weizsäcker hat sich da ja sehr intensiv mit dem rechtlichen Zusammenhang informiert oder darüber informiert. Und ich denke schon, dass das dann ein. Ja. Bitte? Ladet sie doch auch noch mal ein zu so einem Gespräch. Ich habe keinen Kontakt zu ihr. Und momentan ist ja mit unserem Bündnis ist ein bisschen Stillstand durch Corona, weil wir haben größere Veranstaltungen immer nur gemacht, mit die Präsenz benötigt haben. Und das war halt jetzt in der letzten Zeit nicht mehr der Fall. Ja. Nein, Corona hat uns keinen Gefallen getan. Das ist so. Also sagen wir mal, die Maßnahmen drumherum, vor allem nicht, dass man sich nicht treffen konnte. Weil das hat in die Karten der Lobbyisten gespielt, die ja schon immer natürlich noch nie in der transparenten Öffentlichkeit unterwegs waren, sondern immer in der geschlossenen Türen. Ja. Und das lief weiter, aber das, was die Zivilgesellschaft und auch wir gemacht haben, war ja immer im Lichte. Das war ja das Licht, das war ja die Transparenz, weil die Offenlegung und all das, das war ja, ist ja unsere Stärke und die war weg. Ich jetzt gerade eingreifend mich herzlich bedanken, vor allen Dingen für diese wichtige politische Frage, die gestern Abend auch durch die Tagesschau ging, wo klar war, dass die FDP sehr dafür ist, CETA jetzt durchzuwinken. Ja, und es gibt aber einen entschiedenen Widerstand von den anderen beiden, also eines von den vielen Diskursen, die da gerade stattfinden. Ja, aber vielen Dank, dass wir auch dieses Thema angesprochen haben.